Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir, eurem Sandmann. Ja, es hat sich ein, zwei Sachen geändert. Ja. Oder eine Sache vor allem. Ja. Die seht ihr gerade auch. Ich habe offline mal ein bisschen was gemacht oder versucht, was zu tun. Ja, jetzt haben wir hier entlang schon mal einen kleinen Zaun stehen. Ja, Hühner, die haben auch endlich mal angefangen, Eier zu legen. Ja. Mistviecher haben uns lang genug geärgert. Ja, Holz habe ich auch schon mal verladen von den zwei Bäumen, die hier standen. Hier liegt aber noch, muss ich noch wegfahren. Was noch? Ja, einen Schneidwerkswagen angeschafft. Die Pferde haben wir in der Folge angeschafft. Angefangen hier zu dreschen und das Stroh direkt wegzubringen, beziehungsweise zu sammeln. Den Drescher schmeiße ich aber jetzt wieder an. Dann werden wir uns einen Trecker nehmen und mal zum Sägewerk rauffahren. Sobald wir da irgendwann mal ankommen. Es sei denn, wir können uns ein Auto leihen. Dann würde ich das gerne mal im Auto machen. Können wir uns ein Auto leihen? Ja, er ist auch neu mit drin. 3,6, die habe ich aber gerade nicht. 2,6, die hätte ich gerade. Mieten wir uns ihn mal in Weiß. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Irgendwie habe ich die doch bestimmt verladen. Aber wie habe ich die verladen? Ach genau, mit ihm habe ich sie verladen. Nur die Frage, kriege ich das, kann ich dieses reproduzieren für die zwei dicken Stämme da aufs Auto zu schmeißen? Ist die Frage. Mein Auto möchte ich nachher so oder so haben, für die Eier alleine wegzufahren schon. Oder bringt er nicht genug Gewicht mit sich? Das könnte natürlich sehr, sehr gut sein. Dass er viel zu wenig Gewicht mit sich bringt. Dann habe ich mir noch ein, zwei Sachen überlegt. Dafür muss die Ernte aber durch sein. Dann werde ich euch zeigen, was ich dahingehend meine. Nehmen wir uns ihn jetzt hier einfach mal erstmal. Und fahren dann nachher mal darauf. Die Zäune habe ich nicht mit gecheatetem Geld oder sowas aufgestellt, sondern da habe ich den Kredit, den hatte ich ursprünglich angefangen abzuzahlen, haben dann wieder aufgenommen, damit ich die Zäune da hinstellen kann. Joa. Ich hoffe mal, dass ich die zwei Eumel jetzt aufs Auto kriege. Bom, der erste liegt. Karre in den Federn, Karre überladen. Auch Tutti. Also man merkt schon, er tut sich schwer, der Kompaktlader. Den werde ich früher oder später auch gegen einen Telelader austauschen, also gegen den Teleskoplader. Einfach weil der Teleskoplader einsetzbarer ist wie er hier. Allein aus Gewichtsgründen, sage ich mal, Heckgewicht ist dann doch etwas höher. Gesichert sind sie. Nehmen wir uns ihn noch mit. Wo hängt der in den Federn? Hängt der in den Federn? Eieiei.
Da wir und unsere Pferdchens. Ja, erste Tour Sägewerk, würde ich sagen, ne? Den Wald werde ich vielleicht später auch mal ein bisschen aufräumen hier oben. Das tote Holz rausfahren. Liegt ja doch ein bisschen drin. Kann man auch mit dem Tieflader dann machen. Ist ja nicht so das Problem. Er lässt sich gerade so ein bisschen komisch fahren. Woran das wohl liegen mag. Ja, dann habe ich noch ein oder zwei Sachen vor. Zwecks Hallen, zumindest. Da gehe ich aber nachher, wenn wir zurück sind, näher drauf ein. Also der große Pickup hätte mir schon besser gefallen, glaube ich. Gerade hier zum Ziehen jetzt. Aber ich werde natürlich früher oder später den Mod-Pickup nehmen. Auch wenn der noch kleinere Macken hat. Aber keine gravierenden Fehler oder sowas, sondern wirklich kleinere Schönheitsmakel oder einen Schönheitsmakel. Den werde ich aber euch zeigen, wenn es soweit ist. Also Spur halten ist gerade nicht so meine Stärke mit dem Gespann hier. Aber allein auf dem Auto, da liegen ein paar Kilo, ne? Und jetzt gleich werden wir was langsamer. Gehe ich mal von aus. Also mit 50 werden wir hier nicht hochfahren können. Allein gewichtstechnisch halt. Aber es war mir halt wichtig, dass ich die Bäume schon wegfahre in der Folge. Auch wenn ich sie außerhalb der Folge gefällt habe und verladen habe. Aber es war mir schon relativ wichtig, dass die in der Folge weggefahren werden. Na komm. Wir kommen hier schneller rauf, wie ich dachte. Muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Ja, der Tieflader ist natürlich auch so praktisch. Gerade für den Kompaktlader zu fahren. Oder mal vielleicht ein, zwei Ballen zu fahren, ist ja ganz praktisch. Aber ansonsten, ja, er ist halt für sowas ganz nützlich. Muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Und dass das Ganze noch hinterm Auto geht, ist noch praktischer. Auch wenn das Auto natürlich irgendwann ziemlich an der Lastengrenze ist, so wie jetzt. Also der kleine Pickup hier ist dann schon ausgelastet. Sag ich mal, spüre oder ich merke, er ist ziemlich ausgelastet. Eieiei. Ja, was sagt ihr dazu, dass wir den vollen Kredit genommen haben für den Pferdestall? Was habt ihr für Meinungen dazu? War das vielleicht eine gute Entscheidung? War das eine schlechte Entscheidung? Sieht ja doch jeder anders. Und aus meiner persönlichen Sicht muss ich sagen, er wird sich rentieren, aber auf lange Zeit. Also er wird sich nicht in den nächsten drei Folgen rentiert haben. Alleine schon, weil die Tiere ja doch relativ lange brauchen, um trainiert zu werden, einfach. Aber ich schätze schon, dass er sich rentieren wird. Und wenn nicht, hab ich doch ziemlich daneben gegriffen. Also, was ich aus den Kommentaren rausnehmen konnte, als wir den Pferdestall gesetzt haben, dass ihr da eigentlich so auf meiner Seite seid mit den Ponys. Dass es keine schlechte Idee ist, dass es schlechtere Ideen gibt. Habe ich daraus entnommen. Gucken, was bringt es uns. Boah. Gut. Miete für das Auto ist drin. Ja, ich bin ja schon weg. Ich fahre ja schon. Ist ja gut, Waldi. Waldi, der Wachhund. So, zurück sind wir jetzt eine ganze Ecke schneller, habe ich das Gefühl.
Und nicht nur, weil es bergab geht, sondern eventuell, weil wir leer sind. Was haltet ihr denn von der Idee, den Kompaktlader gegen einen Teleskoplader auszutauschen? Oder sagt ihr, für die Futtertröge sauber zu machen, ist der Kompaktlader besser? Kauft ihr den Telelader lieber zusätzlich? Oder was sagt ihr dazu? Haltet ihr davon und überhaupt und sowieso? Müsst ihr mir mal in die Kommentare packen, bitte. Aber ihr sagt, ja, ist keine schlechte Idee auszutauschen, weil der Teleskoplader funktionaler ist. Oder sagt ihr eher so, eher nicht so? Ich fahr mal hier lang. Eie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 
Ernte. Voll Ernte. Ah, dass wir dann quasi bis hier hinten Fläche machen, wo wir noch drauf bauen können und. Also müsst ihr mir unbedingt mal sagen, was ihr davon haltet. Wäre auf jeden Fall richtig cool von euch. Sagen wir mal so. Dann muss ich zwar warten, bis ich das mache, ist aber auch nicht das Problem. Da ich ja am Stück aufnehme. Ist aber eigentlich auch nicht das Problem, damit zu warten. Ja, den Schneidwerkswagen habe ich aus dem einfachen Grund geholt, dass ich Kackpad, dass ich vielleicht auch mal Missionen dreschen möchte und dafür mit dem Schneidwerkswagen dann fahren möchte. Ich weiß nicht genau wieso, ist einfach so. Diese Runde werden wir auch wieder flügen. Werde ich nachher den Flug anschmeißen. Oder vielleicht auch selber eine Runde flügen. Ich weiß es noch nicht. Lass mich los. Lass mich los. Muss ich mal gucken, ob ich selber flüge oder ein paar Bahnen selber flüge und dann den Helfer übernehmen lasse. Muss ich mal schauen. Aber ich würde sagen, das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch was. Tschüss.